Servus mein Lieben, heute wieder ein neues Unboxing und Review. Und zwar, ihr seht schon, um was es sich handelt. Das ist der JAL Onyx, der 2020CB. Lasst uns gar nicht lange schnacken. Gucken wir, was da drin ist und was er so kann. Und ihr seht schon, es sieht übel nice aus, diese schwarz-goldene Prägung hier. JAL Onyx 2020CB Professional Cordless Hair Clipper. Auf der Seite sehen wir, was sich alles hier drin befindet. Und zwar bekommen wir die Coolblade Technology, und zwar haben die das alte Blade nochmal verbessert. Wir haben eine 5 Stunden Akkulaufzeit und eine 2,5 Stunden Ladezeit von einer Lithium-Ionen-Batterie. Wir haben einen neuen Hebel, der sich verbessert wurde. Wir haben ein High-Grade Stainless Steel Stationary Blade und Titanium Moving Blade. Also die Blades wurden verbessert. Der Motor ist stärker, wir haben jetzt 7500 Umdrehungen pro Minute und er hat eine sehr, sehr geringe Geräuschkulisse. Was bekommen wir alles damit? Wir bekommen den neuen Charging Dock mit, der das Reset IQ Charging auch hat. Diese kleine Scheißdrecks Cleaning Brush, die kein Mensch braucht, wirklich. Ich frage mich, warum die jeder reinpackt. Ein Screwdriver, also ein Schraubenzieher, ein 10er Guard Set, also wir kriegen alle Aufsätze von 1 bis 8, plus die Half Guards, ein bisschen Öl. Das Zero Gap Adjustment Tool und ein Ladekabel natürlich. So. Wir haben die patentierte Reset IQ Charge Technology, was dazu führt, dass die Akkulaufzeit verlängert wird durch ein schonenderes Laden. Wir haben den neuen verbesserten Lever durch Advanced Lever Locking Feature, maintains Lever Secure for Extended Use. Wir haben die patentierte Cool Blade Technologie, Blade Stays Ultra Cool and Sharp After Extended Use. Wir haben eine 5 Stunden Akkulaufzeit. Wir haben bei Punkt Nummer 5 equipped with JAL Fade Precision Blade helps get the fresh fade look. Wir haben Punkt Nummer 6 patentiert Patent Smart Clip Technology featuring consistent speed motor won't drag or stall. Das heißt, wie beim Instinct oder anderen, wenn da der Motor aufdrehen muss, weil mehr Haar oder dickeres Haar entgegenkommt, dreht er auf und kriegt es. Packt es beim Shop. Wir haben die LED-Anzeige und eine niedrige Geräuschkulisse. Hier unten steht nochmal was zur Spannung, zur Power, zum Akku und Charging Time, Usage Time, Motortyp, Speed, Blade Adjustments und die Accessoires. So, lass uns den Karton dann mal gemeinsam aufmachen. Immer einmal hochziehen. Schön vorsichtig. Und dann noch einmal so hier hochziehen. Und hier kommt uns auch schon der Onyx entgegen. Schaut mal bitte, wie clean und wie nice der aussieht. Hier kommt uns direkt die Reset IQ Charging Station entgegen. Sehr, sehr nice. Und hier sind die Knöpfe, die beiden Positionen zum Laden. Hinten kommt das Ladekabel rein, kommt der Clipper rein. Und hier haben wir ihn, den JAL Onyx 2020CB. Schaut mal an, wie clean der aussieht, wie nice. Vor allem diesem All Black Batman Look. Das ist ultra nice. Ich habe meinen jetzt schon ein bisschen gebraucht und getestet und kann euch deswegen viel, viel besseres Fazit geben. Aber schaut mal, wie clean ein nagelneuer aussieht. Das kann ich euch sagen, das ist ein Pain, diesen Karton wieder zusammenzubauen. Weil ihr zieht jetzt den hier einmal hoch, tut euren Finger reinstecken, zieht es dann hoch. Wenn wir abseits der Kamera einmal den Karton hier rausbekommen haben, schaut es dann so aus. Das ist der Karton und hier drinnen befindet sich alles. Jetzt tun wir einmal das Plastikstück hochtun. Dann kommt uns direkt schon Garantie, Erklärung, alle Sprachen, mit ganz vielen Seiten erklärt, wo ihr auf jeden Fall reinschauen solltet, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wie ihr was hier benutzen sollt, weil hier ist alles ordentlich perfekt erklärt. Hier unten sehen wir schon, hier kommen uns die 10 Aufsätze dazu. Ich muss sagen, JAL Guards sind sehr, sehr nice. Super gute Qualität und nehmen die Haare sehr gut auf. Ich liebe die auch zum Faden. Hier haben wir das Ladekabel und hier haben wir dann unseren Schraubenzieher, das Zero Gapping Tool, die kleine Brush und ein bisschen Öl. Und das ist der Paketinhalt, den ihr bekommt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, lasst uns direkt mal schauen, wie der Clipper so performt. Ich zeige euch jetzt noch, wie man den Onyx Zero Gap. Dazu braucht ihr nichts anderes als den mitgelieferten Schraubenzieher, das Zero Gapping Tool. Erstmal Klinge ein bisschen locker an. Ungefähr schon in die Zero-Gapping-Position bringen. Also ihr nehmt das Tool, schiebt das hier rein. Ganz wichtig, guckt, dass das mittig platziert ist. Tut das hier oben ranhalten, haltet zur Sicherheit nochmal eure Finger hier ran. Und dann einfach hier locker festschrauben. Nicht komplett fest, damit ihr das Teil hier nochmal rausziehen könnt. Jetzt
festziehen. Und jetzt sollte eigentlich nice Zero Gap sein. Ihr solltet das Obermesser nicht spüren und wir sollten jetzt keine Schnittwunden hier haben. Meine Haut ist ein bisschen trocken, aber sieht nice aus. Jetzt testen wir den Onyx aus und schauen mal, wie der performt. Jetzt hier die Nummer 8 drauf, das sind 25 mm. Und Stufe 2. Und Junge, smooth. Wie viel lässt er übrig? Kaum. Gar nichts. Der geht in einen Zug drüber. Bei einer Nummer 8, also bei 25 mm, da ist es üblich, dass halt immer mal ein paar Haare hängen bleiben, weil halt der Guard so lang ist, der Lauf so lang, weißt du. Und dadurch, dass die Haare auch ein bisschen Elastizität haben und so, entwischen die. Aber der nimmt die wie eine 1 mit hier. Deswegen immer mit dem Kamm vorführen, dass die in der Laufrichtung bleiben und dann da reinfallen. Aber JL Guards und JL Onyx performt wie eine 1. Benny, was sagst du? Wie findest du es, der Onyx hier beim Kürzen? Ich finde, der fühlt sich ziemlich gut an. Nur vielleicht ist der Aufsatz ein bisschen spitz. Ja? Ja. Okay. Oder ich hau ihn dir in den Schädel rein. Das kann natürlich auch sein. So besser? Ja. Also meine Haare sind auch jetzt gerade sehr trocken. Ich habe die heute Morgen mit Shampoo gewaschen und Conditioner, das heißt, die sind jetzt ein bisschen trocken. Die gehen wahrscheinlich sehr leicht zu schneiden. Ja. Aber dennoch richtig angenehm, also zieht nicht. Ja, der hat ja auch diese das Geile am Onyx ist ja, der hat ja die Funktion, wenn der auf mehr Volumen trifft oder auf dickeres Haar, wie der Instinct zum Beispiel, dreht der Motor ja auf. Diese Mikrochip-Technologie, was ja viele Haarschneider mittlerweile haben. Das finde ich auch, was so ein Muss es eigentlich schon fast geworden ist. Und ja, hat man auf jeden Fall gemerkt, oder? Ja. Das ist jetzt die erste Guideline. Zweite Guideline. Sexy Job, also wirklich. Du benutzt ihn auf die erste Stufe, ne? Es war die zweite zum Kürzen. Eins Grad offen zum Verblenden. Und man sieht, es geht direkt hier rein. Verblendet nahtlos. Jetzt benutze ich ihn auf der ersten Stufe, weil hier wird der Bereich ein bisschen enger zum Faden. Hier sind wir ein bisschen. Habe ich nicht mehr so viel Platz und deswegen will ich hier keine Fehler machen. Und pack's mir so hin und man muss sagen, der macht einen brutal guten Job, der Onyx. Jetzt gehen wir Lever Closed rein, holen uns die erste Guideline raus. Und auch die nimmt der mit. Sehr schön. Benny, vom Gefühl her, wenn du den Onyx jetzt so spürst. Also auf der Haut ist er sehr ruhig. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall nicht aggressiv an. Dafür, dass man überlegt, wenn man überlegen muss, dass er so viel Power hat. Wenn ich jetzt hier im Zero Gap bin, merkst du, dass die Klinge scharf ist? Irgendwie, dass sie irgendwie deine Haut reizt? Nee, reizen gar nicht. Ich merke auf jeden Fall, dass es ein bisschen schärfer ist. Mhm. Aber es ist gar nicht unangenehm. Okay. Die JL-Maschinen kennen wir alle und die meisten Leute da draußen lieben sie auch, ganz klar, weil sie sind einfach brutal. Ihr habt jetzt gesehen, wie gut das Teil performt, vor allem mit dem 3 mm, mit dem Hebel, der einfach 3 mm aufgeht. Also habt ihr praktisch nochmal viel weniger Arbeit beim Faden, weil ihr tut die Guidelines einfach ziehen. Startpunkt vom Übergang, Hebel offen, habt ihr bis 3 mm. Nummer 1 Absatz drauf, Hebel offen, habt ihr bis 6 mm, Nummer 2 Aufsatz offen, habt ihr bis 9 mm. Und das ist wahrscheinlich ja schon die Endlänge von eurem Übergang. Und dann könnt ihr eigentlich nur noch mit den drei Aufsätzen und dann mit dem Hebel spielen, das Ganze verblenden. Klar, ab und zu kann die Half Guards nochmal das Ganze ein bisschen einfacher machen, weil man in einer bisschen anderen Konstellation dann
an die Länge rankommt, weil die Zähne dann ein bisschen dünner sind und ein bisschen schmaler und dann doch mehr Haar reinkommt. Aber allgemein ist es, finde ich, das Arbeiten damit schneller. Ich finde auch die Neuerung geil. Das neue Blade ist auf jeden Fall nochmal eine Ecke schärfer, weil es halt einfach nochmal ein bisschen von der Form anders ist. Man kommt nochmal ein bisschen präziser ran. Muss aber sagen, das fand ich schon immer bei den JLs, so komplett Zero ist es schon, muss man die Haut schon ein bisschen stretchen, dass man die Zero Line rauskriegt, die man mit dem Trimmer gemacht hat. Aber im Zusammenspiel mit dem Trimmer und dem Clipper kriegt man es auf jeden Fall raus. Was kann ich noch sagen? Das All Black, der matte Schwarz-Look ist einfach Batman, ist einfach nice, einfach männlich, ist nice, ist brutal, ich lieb's einfach. Der Hebel gefällt mir auch besser als der alte, der ist halt super smooth und dieses Klickgeräusch, ich schwör's euch, das, da geht mir eine an der Luzi ab, sage ich euch so, wie es ist. Klar, zwei Motorstufen kennen wir. Ich muss sagen, die 7500 Umdrehungen, das ist jetzt nicht so geisteskranker Unterschied, sind ja nur 300 mehr. Aber man merkt auf jeden Fall, dass er Power hat in der zweiten Motorstufe und hört mal. Der dreht auf jeden Fall auf, wenn ich hier ihm Druck mache und sage, ey hier, du musst ein bisschen mehr aufdrehen. Natürlich haben wir die Akkulaufzeit, die hier 4 und 5 Stunden anzeigt. Was ich auch mega, mega nice finde, ist hinten diese Einprägung, wo man dann nochmal eine bessere Auflage für den Finger hat. Dadurch, dass es hier eher mehr ein designter Clipper ist, der brutal stylisch und gut aussieht, geht da noch ja manchmal was von der Ergonomität unter. Und ich muss sagen, dadurch kriegt er auf jeden Fall nochmal einen Boost. Obwohl man jetzt meinen sollte, das macht nicht so einen krassen Unterschied. Ich finde schon. Ja, sonst allen in allen. Er sieht nice aus, er arbeitet gut, er ist brutal. Er gehört meiner Meinung nach auf jedes Setup. Er gehört zu den Top 3 Clippern von 2024, wenn nicht sogar Top 1, Top 2. Und aktuell liebe ich ihn, schneide gerne mit ihm und das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Also meine Lieben, macht's gut, wir sehen uns, wir hören uns, wir riechen uns. Ciao, ciao.